Patimirandasya Gnananjala Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Guruve Namaha. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, endlich mal wieder. Freut mich. Schon so lange her, ne? Ganz lange her. Ich habe schon ganz viele E-Mails auch bekommen. Setzt euch doch mal wieder zusammen. War das Herbst letzten Jahres? Kann wirklich sein. Ja, halbes Jahr vielleicht sogar schon. Hab mich auch sehr gefreut, herzukommen. Mit dir mal wieder zu schwätzen. Ja. Was heißt schwätzen? Ja, wirklich sehr gefreut. Mich auch. Ich bin da ganz neutral. Ja. Okay, wir haben für heute ein spannendes Thema ausgeschaut. Also wir haben so ein bisschen ein Schwurbel-Theorie-Thema. Ja. Oh je, das ist gar nicht so mein Ding. Ne? Ich bin ja eher so Hard Fact. Ja, du bist mehr so praktisch orientiert. Ja, ich bin Ingenieur. Ich dachte Informatiker. Ingenieur, Informatiker. Also das Schlimmste zusammen. Ich kenne ein paar Informatiker-Witze, aber das, ich glaube, das passt jetzt nicht so. Ich kann mich ja immer dann auf meinen Orange zurückziehen. Wir wollten über Simulationstheorie reden, parallele Welten. Ich glaube, hinduistisch übersetzt könnte man dann sagen, die Maya. Haben wir schon alles gesagt? Haben wir noch andere Themen? Ja, ich wollte da schon reingehen. So. Okay. Ja, und ich weiß, du hast da viel mehr drauf, um zu sagen. Wir leben in einer Illusion hier. Wer sind wir? Was ist Leben? Was ist eine Illusion? Okay, Definition. Ja, wenn wir das jetzt so irgendwie definieren, haben wir eine Antwort und dann fühlen wir uns glücklich. Und am Ende lässt sich aber nichts wirklich definieren, weil je tiefer wir in etwas hineingehen, desto mehr sehen wir, dass es nicht erfassbar ist. Du hattest mir immer mal so eine Frage geschickt und meine Antwort ist immer wieder so, ja, du willst eine gewisse Antwort hören, beim letzten Mal war sowas gewesen, du hast eine Frage gestellt, die eigentlich die Antwort schon beinhaltet hat. Tja, ich glaube, das habe ich beim ZDF gelernt oder so, ich gucke mir da immer so Talkshows an. Nee, Quatsch. Habe ich das? Ne? Eigentlich versuche ich dir die Fragen offen zu lassen, weil ich möchte ja was hören von dir. Ja, aber eigentlich stellen wir, wenn wir eine Frage stellen, definieren wir unser Weltbild. Ja, schon. Und wenn du fragst, warum ist dieses und jenes so schlecht, dann sagst du, ich war ja ganz offen, ich habe ja gar nicht dir die Wahl gelassen zu sagen, warum es so schlecht ist, aber du hast mir nicht die Wahl gelassen zu sagen, es ist doch gar nicht schlecht. Ich glaube, in der Bhagavad Gita steht, wir leben in der Maya. Was meint das? Die Bhagavad Gita, in der Bhagavad Gita, in der Mahabharata, ich bin mir nicht sicher, das sind eigentlich vedische Konzepte. In einem vedischen Test. Nicht die Bhagavad Gita, geht nicht explizit um die Maya, vielleicht implizit schon, aber ja, ist ein Konzept von den Upanishaden. Was meint das, wir leben in der Maya? Das bedeutet, dass wir in einem Traum leben und diesen Traum für real halten. Wie bei den Aborigines. Die sagen, ich habe zwar ein Buch von den Aborigines gelesen, dieses Traumfänger irgendwas, das glaube ich hat jeder gelesen, aber ich würde mich jetzt nicht als Experte für die Aborigines bezeichnen. Ah, ich kam jetzt nur drauf, weil die sagen, wir leben in der Traumzeit. Und alles in unserem Leben ist ein Traum und wenn sie schlafen und träumen, dann sei das näher an der Realität als das Sein hier. Würde ich unterschreiben. Und mich erinnert an diesem Buch, ich kann mich ja mal an vieles erinnern, schon lange Zeit her, aber dass sie ja die Besucherin, der erstmal alles abgenommen haben, Geld, Check zerschnitten oder die Kreditkarte zerschnitten, so Handy weggeschmissen. Also so wirklich, wo jeder von uns bei jedem Satz immer so, ja, so mein Leben wurde mir genommen. Und dann alle ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, indem sie gesagt haben, du findest jetzt Wasser. Und ich so, ich habe gar keine Ahnung, wie ich in der Wüste Wasser finden kann. Aber wenn du halt durstig genug bist und dann diesen Kontext, den die Aborigines schaffen, dass sie sagen, alles ist perfekt, du wirst im richtigen Moment, wirst du das Richtige finden. Und dann hat es auch funktioniert. Also, aber wie kann das denn sein, wenn wir in einer rationalen Welt leben würden? Ganz abgesehen davon, dass die rationalen Menschen
zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen würden, ist sowas ja in einer rationalen Welt nicht vorstellbar, weil in einer rationalen Welt spielt ja dein emotionaler Status mit der Realität keine Rolle. Also dein emotionaler Status kann aus der Realität kommen, die da irgendwie so scheinbar faktisch ist, aber dass dein emotionaler Status die Realität verändert, das ist ja ein, das ist in einer rationalen Welt nicht denkbar. Weil da steht ein Baum, da ist ein Weg, da ist ein Tisch. Da steht ein Baum, da steht ein Tisch, da steht ein Weg. Das hat nichts damit zu tun, wie du dich selber fühlst. Da wird es schon spannend jetzt. Ja, aber genau das ist falsch. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Weil genau das von den Aborigines, die sagen, da ist eine Quelle oder da ist keine Quelle. Könnte es sein, dass es in uns einen Mechanismus gibt, dass wenn wir Wasser ersehnen, wir in Resonanz mit Wasser geraten? Ich würde sagen, es geht sogar noch tiefer. Es gibt so viele heiligen Geschichten, die sagen, dass jemand Wasser mit der Sankt, wie heißt sie, ganz hier an der französischen Grenze, die... Meinst du Hildegard, meinst du? Nein, die ist ja nicht an der französischen Grenze, auf der französischen Seite aktuell, deren Geschichte ist, dass da ein Blinder kommt und ihm da helfen will und sie sticht dann mit dem Stab in die Erde, dann kommt da Wasser raus und gibt dann das Wasser auf die Augen und dann kann er wieder sehen. Mhm. Ja? Also war das Wasser immer schon da oder war das erst in dem Moment da, wo sie drauf gestoßen hat, oder wenn sie woanders hingestoßen hätte, hätte sie dann kein Wasser gehabt. Hat sie das gesehen, dass da Wasser ist und sie es machen kann, oder... Und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr erkennen wir, dass es unerfassbar ist. Also sprich, die Realität, was wir für scheinbar Hard Fact Realität halten, ist natürlich auch eine Hard Fact Realität, aber die natürlich völlig flexibel ist und entsprechend unseres Glaubens gestaltet werden kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich konsistent etwas glauben kann, dann weiß ich es, und wenn ich es weiß, dann ist es Realität. Aus was ist unsere Matrix hier gemacht? Aus was ist die Matrix gemacht? Aber schau mal, und da hast du schon das Problem. Du sagst, es muss aus etwas sein. Ja, weil es ist. Dann lass uns sagen, diese Welt ist aus einer Idee gemacht. Aus was ist ein Traum? Ist der Traum, kannst du den Traum quanteln? Gibt es eine kleinste Einheit von einem Traum? Ist ein Traum aus einer Substanz? Gibt es eine Traumsubstanz oder wie auch immer? Und dann könnte man sagen, also ich kann mir schon vorstellen, so, aus was ist ein Gedanke schlussendlich? Also aus was ist etwas, woraus ist eine Idee? Woher kommt Innovation? Genau, und genau das ist ein sehr guter Punkt. Schlussendlich kommst du, wenn du scharf nachdenkst, immer auf einen Punkt, der unerfassbar ist, der grundlos ist, also auf eine grundlose Sache, eine Inspiration. Wenn ich sagen würde, das ist der Grund für die Inspiration, dann ist es keine Inspiration mehr, sondern dann ist es eine Schlussfolgerung. Aber wenn ich plötzlich die Idee habe, einen anderen Weg zu gehen, etwas anderes zu machen, dann kommt mein Verstand und rationalisiert es, weil es lässt sich immer ein Grund finden. Was sagt er dann? Lieber ein schlechter Grund als kein Grund. Weil wenn ich zugeben würde, dass ich keinen Grund habe, lebe ich in einer Welt, vor der mein Verstand sich fürchtet. Also findet der Verstand immer einen Grund. Schlussendlich gibt es aber so viel Grundloses. Schau dir einen Witz an. Ich erzähle dir einen Witz, du lachst. Neben dir sitzt jemand, der lacht nicht. Jetzt erklärst du ihm den Witz. Wird er trotzdem lachen? Nein, die Erklärung des Witzes führt nicht zum Humor. Der Humor ist etwas Unerfassbares. Er kommt aus einer... Weil wenn er nicht drüber lachen kann,
dann erzählst du, rufst du noch 5 deiner Freunde ein, die immer lustige Sprüche auf der Lippe haben und jetzt erzählt ihr euch den ganzen Abend Witze und dann ist so ein Witz, schau mal, da draußen schneit's oder sowas, ja, also, ne, und alle fangen an zu lachen. Warum ist unser Sein ebenso dann nicht erfassbar? Wenn ich mich kneife, spüre ich Schmerz. Dann es gibt weiß ich doch, ich bin gerade jetzt. Nein. Nein. Woher weißt du, dass du das nicht nur träumst? Stell mal vor, du träumst, dass du dich kneifst und du träumst, du empfindest einen Schmerz. Ist dieser Schmerz jetzt real? Ja, auch. Aber würde das jetzt beweisen, dass du existierst? Ja, ich träume. Du kannst es aber nur dir beweisen. Du kannst beweisen oder du kannst sagen, etwas träumt. Mhm. Ich bin das etwas, was träumt. Ich nehme den Traum wahr, deswegen. Ich bin dasjenige, das einen Traum wahrnimmt und diesen interpretiert. Erfühlt, ja. Erfühlt. Aber was ist das? Muss das sein. Eine Substanz haben? Ja, es ist Sein. Nein, es muss keine Substanz haben. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Wir haben gesagt, ein Traum muss keine Substanz haben. Der Traum kann aus einer, ja, aus welcher Substanz hat ein Gedanke? Er hat dann Substanz. Ich bin das wahrnehmende Sein. Halte ich mich daran fest. Ich bin das, aber mit Sein hast du schon wieder eine Definition getroffen. Naja, weißt du, wenn wir in dem Moment, wo wir uns unterhalten und hier zusammensitzen, sind wir inmitten von Definitionen und Kontexten. Genau. Das sage ich, genau. Ja. Aber wir schaffen uns jetzt irgendwie begegnen und das tun wir über Worte. Und über Kommunikation, über den Austausch von Symbolsystemen. Mhm, aber mit Sicherheit noch viel mehr. Im letzten Beitrag von dir hast du gesagt, was die Augen an Energien aussenden, verändern. Mhm. Definier mir das bitte. Ich will jetzt einen physikalischen Beweis davon, von dem Knick, von dem Blick. Da schaut mir gerade einer von hinten mich an. Ich nehme das jetzt wahr. Ist das jetzt sowas wie ein Windhauch oder mehr so wie ein Pfeil, den mir einer in den Rücken geschossen hat? Oder welche Substanz hat dieses Ding, was mich jetzt bewusst werden lässt, dass mich gerade jemand anstarrt? Welche Substanz ist da dahinter? Welche Substanz hat etwas Geistiges? Ich mache jetzt nur eine Arbeitstheorie. Könnte es nicht sein, dass zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten kein Unterschied besteht? Jetzt bist du ganz weit voran. Ich wäre jetzt erst einmal hingegangen und hätte gesagt, Gedanken sind Materie. Und werden über Blicke transportiert, dass wir quasi Seelenanteile über Blicke auswerfen. Das wäre mein Konzept gewesen, um den Blick im Nacken zu erklären. Aber wenn ein Gedanke Materie sein soll, dann hat aber Materie eine neue Definition erfahren. Wieso? Ich definiere auch Materie. Also Feinstofflichkeit. Über Gedanken ordnen wir ein Grundrauschen. Ich wollte dich interviewen, aber so würde ich Schöpfertum definieren. Gedanken strukturieren das Grundrauschen im Universum hin zu Dingen, die dann eintreten wollen oder werden. Wir lassen die eintreten über unsere Fokussierung. So. Aber sind wir uns einig, dass wir hier immer noch in einem Konzept reden? Andauernd. Okay, also wir können über Konzepte reden, wie geeignet die sind und wie sinnvoll die sind und wie konsistent diese Konzepte sind, wie geeignet die sind, wie sehr sie funktionieren. All diese Fragen können wir innerhalb eines Konzeptes gut beantworten. Aber wenn wir die Frage beantworten wollen, was ist diese Maya, was ist diese Simulation, müssen wir diese Konzepte hinterfragen. Dann müssen wir, weil der Schamane, was macht er? Der denkt sich ein Konzept aus oder er erlernt ein Konzept und funktioniert innerhalb dieses Konzeptes und macht in diesem Konzeptes die in der
mystischen Welt ist jede Handlung eine magische Handlung. Der Schamane macht magische Handlungen, die dann funktionieren. Für jemand aus einem anderen Blickwinkel, mit anderen Konzepten, sieht diese magische Handlung wie ein Wunder aus, wie Magie. Ist Zwischenfrage dazu. Gerade heute Mittag wurde mir die gestellt. Ist alle wahrgenommene Magie in Wahrheit nur Nichtwissen oder Informationsmangel? Alle Magie beruht in der Mystik der Welt. Mhm. Mystik der Welt lässt sich übersetzen mit Unerfassbarkeit der Realität. Mhm. Jetzt deine Frage, ist alle Magie in Wahrheit nur Informationsmangel, nicht Wissen beim magisch Empfindenden? Ja. Also lass uns übersetzen, ist jede Handlung schlussendlich nur ein Nichtwissen? Ist jede Handlung? Weil wenn wir uns ja klar sind, dass schlussendlich die Magie immer die Handlung ist, dann kann ich ja auch die Magie mit der Handlung übersetzen. Nee, weil wenn ich jetzt einen Ring hier manifestiere, dann ist das ja die Handlung, aber der Kniff, der ist irgendwo nicht sehbar. Also das Magische. Für jemanden, der nicht in diesem Konzept ist, ich habe mal, hab ja auch selber bestimmt so 10 manifestierte Ringe und so, und teilweise war ich dabei gewesen, gut, man kann immer sagen, du hast dich austricksen lassen oder wie auch immer. Da kam mal jemand zu mir und hat gesagt, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Paramahansa Vishwananda hat irgendwo ein Lager von Ringen und wenn er einen manifestiert, dann teleportiert er den von einer anderen Stelle in seine Hand und übergibt ihn dann. Und dann habe ich gedacht, ja, könnte ja sein. Also bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, sag mal, wenn du einen Ring manifestierst, teleportierst du den dann von irgendwoher? Und seine Antwort war, das ist auch möglich, aber es ist viel schwieriger. Wenn du weißt, dass alles Liebe ist und alles, was existiert, ein Ausdruck dieser Liebe ist, dann musst du nur den Ausdruck der Liebe verändern und kannst etwas Beliebiges manifestieren. Dann sind wir jetzt gar nicht so weit weg von der Simulation, weil die Aussage hier ist, wenn alles Liebe ist, wenn man diese Maya als Liebe, also als Teil, weil Maya ist nicht alles, was ist, aber Maya als Liebe bezeichnen würde und alles, was in dieser Liebe existiert, ein Ausdruck dieser Liebe ist und ich dann dieser Liebe einfach eine andere Form gebe, und dadurch dann beispielsweise einen Ring manifestiere, dann habe ich ja schon auf ganz vielen Ebenen geantwortet. Weil ich kenne Leute, denen hat Paramahansa Vishwananda hat er einen Ring gegeben, hat gesagt, das war dein Lieblingsring aus deinem letzten Leben, den habe ich dir gerade aus deinem Grab geholt. Ja, also solche Sachen, oder wenn was verloren gegangen ist, eine Freundin von mir, ganz aufgelöst, ich habe den Ring verloren, ich glaube, er wurde gestohlen und am nächsten Tag liegt er bei ihr auf dem Nachttisch. Also so, wo dann eine einfache Erklärung, gibt natürlich auch Einbruch und der Dieb bringt was zurück oder was auch immer, ne? Aber die einfache Antwort wäre, ja, der ist dann halt dahin teleportiert. Wir kennen nur den Kniff nicht, wäre die... Du oder wir haben selber den Kontext nicht, weil wir, sagen wir mal, Toilettentraining angewöhnt worden, uns ist angewöhnt worden, dass sowas nicht geht. Und das haben wir so verinnerlicht, unser Glaube, unser Verständnis, dass das jetzt als Wunder, als Magie uns vorkommt, weil wir die Mechanismen dahinter nicht verstehen. Aber so kommt ja jede fortgeschrittene Technik dem Nicht-Fortgeschrittenen wie Magie vor. Wenn ich jetzt 300 Jahre zurückgehe und teleportiere den aus der Vergangenheit in unsere Jetztzeit und zeige dem eine Lampe und schalte mit dem Lichtschalter die Lampe ein, dann sagt er, oh, kennst du noch Kettwiesel? Da gab es mal so eine Serie, als Kind habe ich es, glaube ich, geschaut. Und dann hat er mir gesagt, Elektriktrick. Weil er irgendwann mal erklärt bekommen hat,
Das ist, gar, ist kein Wunder, das ist Elektrik. Mhm. Genau. Ja? Und so kannst du das natürlich auf jede weitere Dimension beziehen. Oder nimm mal jetzt ein Kind, das würde jetzt sehen, fällt mir spontan ein, mit 5 Jahren, wie du am Rechner online einen Gegenstand bestellst, wegen mir ein Playmobil. Mhm. Und dann geschieht das Wunder, 3 Tage später, vom Bildschirm weg, bringt der Postbote plötzlich dieses Playmobil an die Tür. Mhm. Das ist ein Wunder, weil du die Zusammenhänge nicht siehst. Nicht genau. Und genauso kannst du alles andere. Und wenn du jetzt das unterliegendste Wunder ist dann die Aussage, alles was existiert ist Liebe. Liebe ist die einzigste Realität. Hört sich an wie eine Behauptung. Aber auch jede Erklärung ist erstmal eine Behauptung, die einfach in dein Konzept besser reinpasst oder weniger besser reinpasst. Ja, richtig. Aber macht es das eine richtig oder falsch? Das heißt immer nur, du kennst das Konzept nicht. Vielleicht war der Schritt zu viel von dem Playmobil zu diesem, ich erkläre jetzt alles. Aber wir haben eine begrenzte Zeit und wir wollen von diesem Playmobil zu der Simulation von 0 auf 100, da müssen wir schon ein bisschen große Schritte gehen. Ich vertrete jetzt mal einen skeptischen Zuschauer. Stelle ich mir vor. Ja? Okay. Er sagt, der Papa Mahamsa, ich zweifle jetzt mal nicht an, dass der Kerl, ich rede extra so, ein paar Ringe manifestieren kann oder von irgendwo holt. Telekinese, sonst irgendwas. Mhm. Vielleicht kennt er einfach ein paar Tricks. Er hat vielleicht einfach ein etwas breiteres Weltbild. Mhm. Muss kein Gott sein, ist einfach ein bisschen schlauer. Oder wurde nicht begrenzt als Kind. Hm? Wie würdest du darauf antworten? Wie ich vor langer Zeit mal bei Sai Baba in Indien war und fand das sehr beeindruckend, was da so an Sachen passiert sind und habe dann so bei Arbeitskollegen davon erzählt, habe gesagt, wow und so. Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, ja, ist der so einer wie David Copperfield? Ein Magier. Aha. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist eine legitime Frage. Mhm. Weil kann das jetzt irgendwie so gar nicht einordnen. Und dann kam auch gerade David Copperfield nach Frankfurt irgendwie so und dann habe ich mir da eine Karte gekauft und bin da hingegangen, um das jetzt mal zu sehen, um die Frage beantworten zu können. Und das sind, ich glaube, die Show hieß You, also Du. Und da hat man wie man hingegangen ist, ein Kartenspiel bekommen. Also da, bei der Eintrittskarte hast du abgegeben, hast ein Kartenspiel bekommen. Und das Kartenspiel war alles, ich glaube, soweit ich mich erinnere, blaue Karten, die alle, nur eine Karte war dabei. Und da war der Mond drauf, ein Vollmond, ein leuchtender Vollmond. Und dann war die Frage so, und du hast immer, ne, der hat dann gesagt, ihr habt doch alle jetzt ein Kartenspiel. Ne, dann mischt das mal durch. Also haben alle die Karten gemischt und dann hat er immer mal so nach dem Trick hat er wieder gesagt, jetzt nimm mal das Kartenspiel und mach 2 Hälften. Das eine machst du unter deins rechte Bein, das andere hältst du in der Hand, dann mischst du das wieder, dann legst es dahin. Es war immer so ein bisschen, also man selber hat immer Aufgaben gehabt und irgendwann hat er gesagt so, okay, und jetzt nimmt das Kartenspiel wieder hoch oder die Hälfte, die du, oder Viertel, ich weiß nicht mehr, die du in der Hand hast. Und dann sagt, jetzt nimm die zweite Karte von oben, also hast die oberste Karte weggenommen, die zweite Karte von oben. Und er sagt, und jetzt schau rein und wenn das der Mond ist, steh auf. Und ich nehme diese Karte hoch, sehe den Mond, steh auf und guck rechts und links in der Jahrhunderthalle Frankfurt, also bestimmt links 80, rechts 80 Leute und alle standen und alle hatten den Mond. Das ist geil, sowas. Ja, also so, das war irgendwie unerklärliche Zaubertricks. Auch so Mentalmagie. Ja, Wahnsinn. Weil ich meine, das habe ich mir jetzt nicht, also vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber ich meine, alle haben es sich irgendwie eingebildet und das wäre schon eine ziemliche Massenhypnose, was ja auch ein gutes Wunder gewesen wäre. Ja. Und dann habe ich am nächsten Tag, ich habe damals auch noch sehr, so, ich glaube die Frankfurter Rundschau hatte ich regelmäßig gelesen und da war dann ein Beitrag über diese Show und sagt, auch nichts Neues bei dem alten Zauberer und sowas, das war aber was, das hat er noch nie gemacht und der Bericht war völlig unsachlich, also so von das, was man selber erlebt hat. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie, warum
wird, also in meiner Überzeugung, als Ingenieur und als Wissenschaftler, schaue ich ja auf die Regelabweichung. Ich kann ja sagen, tausendmal ist es so, aber wenn es einmal anders ist, dann ist es, dann gibt es ein unterliegendes Problem. Ne? Also du hattest das bei dem über Remote Viewing, wo der gesagt hat, ich war der Einzige in der Klasse, der gesagt hat, wenn es ein Teilchen sein kann oder eine Welle, dann kann es weder ein Teilchen noch eine Welle sein, sondern es muss etwas sein, was Teilchen und Welle ausdrücken kann. Also muss etwas dahinter sein. Und das sind so die Punkte, wo ich, wenn ich ein analytischer Mensch bin, aufwachen müsste. Wo ich genau sage, also hier gibt es einen glaubhaften oder selbst allgemein bekannten Umstand, der eigentlich sagt, irgendwas ist faul hier. Dann muss doch meine Forschung oder mein eigenes, da müsste doch jeder, der ein bisschen was im Kopf hat, jeder rationale Mensch, müsste sagen, wow, das ist der Punkt, wo ich hinschauen muss. Ich muss nicht da hinschauen, wo tausendmal das Gleiche ist. Ich muss auf das eine Mal schauen, was mir sagt, die tausendmal sind nicht die richtigen Sachen. Hier ist etwas faul. Ja. Ja. Und dann kann ich auch dabei rauskommen, hier wurde manipuliert. Kann alles mal rauskommen. Ja, ja. Trotzdem ist es das, worauf ich meine Aufmerksamkeit... Also ich will jetzt mal zu diesem Rundschaubericht, der da sagt, nichts Neues vom Zauberer. Wie integrieren wir das jetzt aber? Denn ich hab so ein bisschen den Eindruck, wir sind jetzt im Gegensatz zu deinem sonstigen Weltbild sehr schnell. Von meinem? Ja. Ich habe ein Weltbild? Das. Okay. Du sagst immer, jede Handlung ist magisch und die Welt ist mystisch. Aber bei dem Magier ist es so, bei dem David Copperfield ist es so, dass da jetzt ja schon so mit rumschwingt, eigentlich müssten wir nur den Trick kennen. Es wäre logisch erklärbar, was der Copperfield macht, wir müssten nur den Trick kennen. Und es schwang auch so beim Ring manifestieren mit. Wir müssten nur den Trick kennen und schon wäre alles logisch und rational. Genau. Und das scheint mir ein Widerspruch zu deiner These. Jetzt will ich erklären, wo einer der ganz großen Tricks drin besteht. Gut. Die Realität besteht aus drei Dingen. Kommunikation, Kontext und Konsistenz. So, der Magier kann seinen Trick nur machen, indem er dem anderen erlaubt, seine eigene Weltsicht aufrechtzuerhalten. Wie macht er das? Indem er behauptet, das ist ein Zaubertrick. Weil schlussendlich ist es auch, was ist ein Zaubertrick, könnte man dann da fragen. Ich kannte einen, der war noch relativ jung, der war hat selbst erklärter Zauberer. Und den kannte ich dann relativ gut, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und er wollte mir seine Zaubertricks beibringen. Ich kann auch paar. Ja? Ja. Aber sein Ding war, er hat mit seinem verstorbenen Opa zusammengearbeitet. Der konnte Dinge machen, das hast du alles nicht. Völlig unglaubwürdige Dinge mit Karten hat er alles gemacht, was du dir nur irgendwie vorstellen kannst. So, und dann wollte er mir das immer beibringen. Dann sagt er, misch mal durch, heb ab und dann sei dir nur ganz sicher, dass diese Karte, die du jetzt abhebst, die Pik 8 ist. Und wir haben das eine Zeit lang gemacht, er hat es immer geschafft. Aber, also egal, wie du das machst, aber mir ist es dann zum Schluss gelungen, dass immer die nächste Karte die gewünschte war. Aber ich habe nicht geschafft, die exakte Karte, weil mir hat die Überzeugung gefehlt. Und ich hatte ihn dann eingeladen bei meiner Nichte auf dem Kindergeburtstag, die war damals vielleicht 5, 6 Jahre alt oder sowas, Zaubertricks vorzuführen. Hast du mir einfach seinen Trick versaut? Nein, ich habe dem keinen Trick versaut. Und dann hat er da rumgezaubert und dann hat er so einen Trick gemacht. Dann hat er Kartenspiel gemischt, aufgefächert und hat ein Kind eine Karte ziehen lassen, hat gesagt, schau sie dir an, aber zeig sie keinem und steck sie wieder rein. Da reingesteckt, durchgemischt, nächsten Kind gezeigt. Ganz ohne Scheiß. Na, und hat wieder mitten rausgezogen. So, und dann hat er vielleicht da 10, 12, 15 Kindern, haben alle eine Karte gezogen gehabt. Dann hat er das Kartenspiel genommen, hat es so in die Luft spritzen lassen. Okay. Eine Karte blieb an der Decke hängen. Okay.
Und das war die Karte, die alle Kinder gezogen hatten. Alle Kinder hatten die gleiche Karte gezogen. Okay, gut. Ja, und okay. Das Lustige dabei, was war, war meine Schwester. Und meine Schwester ist ja überhaupt nicht so auf diesen, das kann ja nicht irgendwie, ne? Aber sie ist, die Karte hing da bestimmt 5, 6, 7 Jahre an der Decke. Was ist deine Erklärung? Meine Erklärung, irgendeine Erklärung ist besser als keine, aber ganz offensichtlich ist die Realität nicht so fest, wie wir glauben, sondern prinzipiell ist alles möglich. Also du glaubst, Magierer haben andere Werkzeuge, außer der Logik und der Täuschung. Wenn wir da ein bisschen weiterkommen, ich hatte dann mal ein paar Mal voneinander gefragt, ob nicht Copperfield sowas wie ein Heiliger ist. Weil da gab es auch diesen Bericht von der Claudia Schiffer, mit der er zusammen war, die sich beklagt hat, dass er nie mit ihr geschlafen hat und irgendwie sowas. Ja. Die Claudia Schiffer hat sich beklagt. Okay. Ne? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist er so eine spirituelle Machtmacher. Und dann sagte Paramahansa Vishwananda nur, nein, er arbeitet mit so starken Geistwesen zusammen, die, und wenn er seine eigene Energie und aus Kontrolle verliert, dann übernehmen sie ihn. Deswegen muss er immer seinen Fokus behalten. Ich habe ein Computerspiel, da wäre das ein Bestienmeister oder sowas. Irgend sowas. Also, und deswegen würde er so sein. Aber er wäre einfach nur jemand, der mit starken Geistern zusammenarbeitet. Mhm. Also mit Geistwesen. Mhm. Und dann hat man auch schon so eine mögliche Idee, wie denn sowas funktioniert. Ach, ein Trick vom Copperfield will ich noch erzählen. Machen wir jetzt ein Copperfield-Dingsbums hier. Einfach um die zu verstehen, wie Realität, die unterliegende Qualität von Realität und warum wir so in einer Simulation oder in einer Welt der Ideen leben. Also er hat große Ballons, also so metergroße Ballons ins Publikum, ne, und Musik laufen lassen, so Reise nach Jerusalem, und immer wenn die Musik gestoppt hat, konnte einer, der den Ballon in der Hand hatte, auf die Bühne kommen. Hat gesagt, ihr werdet mir glauben, die Leute sind zufällig ausgewählt. No, und es ging dann so, dann waren irgendwie so 15 Leute auf der Bühne. Dann hatte er eine Schaukel auf der Bühne aufgebaut, wo 12 Leute drauf saßen. Und 3 Leute haben halt aufgepasst. Dann hat jeder dieser Personen eine Taschenlampe in die Hand bekommen. War ein bisschen dunkel auf der Bühne. Die haben mit der Taschenlampe im Kreis gedreht. Dann schnippt er mit den Fingern und die Leute waren weg. Und dann sagt er, dreht euch mal um. Und auf den Rängen hinten standen die Leute und haben noch mit der Taschenlampe gedreht. Die haben gar nicht mitbekommen, dass sie nicht mehr auf der Bühne waren. Und das Lustige dabei, ich hatte eine Arbeitskollegin davon erzählt gehabt, also weil ich erst mal da war und wie ihr das nächste Mal gekommen bist, habe ich mir die beste Karte, die es irgendwie gab, mit auf der Bühne, ganz vorne, organisiert, kommt da hin. Und die Arbeitskollegin sitzt neben mir. Und da sage ich, wow, die Karte kostet hier 200 Euro oder Mark oder weiß nicht mehr. Warum hast du so... Sie sagt, nein, sie hat sich die billigste Karte gekauft, hinten in den Rängen. Und wie sie an die Kasse gekommen ist, haben sie ihr die Karte abgenommen und haben ihr die Karte von vorne gegeben. Also, so, das war irgendwie so voll... Und jetzt, wie kann ich das erklären, wenn ich glaube, es gibt eine faktische Realität, also eine feste Realität? Also muss ich doch irgendwo hingehen und sagen, welche Qualität kann wie kann ich das, also ich muss alles unter einen Hut bekommen. Wo muss ich jetzt anfangen, Konzepte aufzumachen, damit ich ein Konzept habe, was die Zaubertricks erklärt und das, was ich sonst immer alles erlebe. Ich fange von der anderen Seite an. Okay. Weil mich macht ja immer stutzig, wie wir sozialisiert werden. Ich gucke einfach auf unsere Welt. Und dann sehe ich, wir werden im Kindergarten, in Schulen, erzählt John und Franz Freiheit immer, rational und logisch und vernünftig konditioniert. Und dann wird es zu unserem Weltbild. Und ich betrachte das immer als den eigentlichen Knast, diese Perspektive, in der wir gehalten werden, dass wir versuchen, die Welt immer logisch zu interpretieren. Und das macht ja erst dann die ganzen Wunder aus. Also wenn ich meinen Hund mit zu Copperfield nehme, oder ein 3-jähriges Kind, das findet es dann lustig, wenn die Leute da noch auf der Bühne sind und dann da hinten, weil es doch vollkommen offen ist, weißt du?
Wir sind stark heute. Das bedeutet, das Ganze wird ja erst durch unsere Logikbezogenheit überhaupt interessant. Exakt, exakt. Und Paramahansa Vishwanatha sagt immer wieder, das eigentliche Gefängnis, in dem wir sitzen, ist unser Verstand. Unsere Idee, worüber, wie wir denken, dass die Dinge zu sein haben. Und wir können alles loslassen. Wir können unser Auto loslassen, unsere Wohnung, unser Reichtum, unsere Armut, unser egal alles. Aber unsere Konzepte, unsere Ideen über etwas loszulassen, das ist die wirkliche Herausforderung. Unser ständiges Urteilen, das ist möglich, das ist nicht möglich, das geht nicht. So laufen wir ständig rum und sagen, wie die Dinge zu sein haben. Und damit erschaffen wir uns die Welt entsprechend unseren Vorstellungen. Aber in dem Moment, wo wir unsere Vorstellungen loslassen, können wir uns jede beliebige andere Welt erschaffen. Wir sagen immer, ja, aber es ist halt so, die äußeren Umstände, weil ich mich weigere, die Verantwortung selber zu übernehmen, bin ich abhängig von anderen, von den Umständen, die sich aber niemals ändern werden, weil ich sie ja geschaffen habe. Erst wenn ich selber das ist eigentlich ein guter Punkt als Beweis für jeden selber. In dem Moment, wo ich mich ändere, ändert sich meine erlebte Welt. Komplett. Komplett. Also wer ist dann der Erzeuger dieser Realität, dieser Welt? Ist es die Welt selbst, unabhängig von mir? Oder bin ich es? Ich gehe verliebt die Straße entlang oder ich gehe die Straße entlang, wo mein Chef mir gerade einen Einlauf verpasst hat. Ist es die gleiche Straße, die ich entlang gehe? Nein, es sind zwei unterschiedliche Straßen. Würden jetzt viele Leute sagen, ja, das ist halt deine subjektive Laune, das ist die Brille, durch die du schaust. Guter Anfang. So. Es ist ein guter Anfang. So kann man anfangen und sagen, okay, aber wenn ich dem... Aber es hätte mit Wirklichkeit nichts zu tun. Aber nichts hat mit Wirklichkeit zu tun. Weder das eine noch das andere. Das ist das Problem. 1920er Kopenhagener Deutung haben sich darüber unterhalten, was ist denn jetzt Wirklichkeit? Sie hatten 9, 10, 11, 12 Deutungen da drin. Eine war die subjektive Wirklichkeit, die andere die objektive Wirklichkeit. Weißt du, gibt es den Planeten, den nie ein Bewusstsein sah, er fühlte? Gibt es ihn oder nicht? Das wäre die objektive, ja, es gibt ihn. Die andere ist halt immer bewusstseinswahrnehmungsabhängig, das wäre die subjektive. Aber sie kamen auch nicht auf den Punkt. Doch, schlussendlich mit dem in der Quantenphysik und Quantenphysik, Einstein war verzweifelt. Der gesagt hat, alles, was ich gemacht habe, war falsch. Und wir denken heute, das wären theoretische Probleme. Nein, damals hat man ja praktische Dinge gefunden, die man nicht berechnen konnte. Und aus diesem Grund hat Einstein gesagt, was ich gemacht habe, ist falsch. Mittlerweile kennt man die Subquantenkinetik, die halt eine andere... Du mit dem Ding wieder. Will ich gar nicht aufmachen, die Sache. Aber damit kann man ganz andere Dinge erklären. Aber selbst die Quantenphysik, die gekommen ist und hat gesagt... Der Zusammenbruch des Wahrscheinlichkeitsvektors bestimmt, was Realität ist. Was heißt das? Alles existiert. Schrödingers Cat. Ne? Also diese, ist die Katze lebendig oder ist sie tot? Ne? Und erst in dem Moment, wo ich die Box aufmache, definiere ich, ob sie tot oder lebendig ist. Weil erst dann entscheide ich darüber. Dann brechen die Wahrscheinlichkeiten zusammen. Wo ich den Deckel aufmache. In dem Moment wird der Wahrscheinlichkeitsvektor definiert. Aber jetzt kommt, was definiert den Wahrscheinlichkeitsvektor? Die Wahrnehmung. Das Bewusstsein. Mhm. So, schlussendlich ist das, was wir für real halten, der Zusammenbruch des Wahrscheinlichkeitsvektors, das vom Bewusstsein gesteuert wird. Wahrnehmung schafft Wahrheit. Wenn ich das realisiere, weiß ich, es ist nicht, dass ich eine objektive Wahrheit wahrnehme durch den Zusammenbruch des Wahrscheinlichkeitsvektors, sondern dass das objektiv wird in dem Moment, wo der Wahrscheinlichkeitsvektor zusammenbricht. Es gibt keine objektive Wahrnehmung, aber Wahrheit, Wahrnehmung ohne das Bewusstsein. Erst das Bewusstsein schafft die Wahrnehmung, die Wahrheit. Also leben wirklich 7, 8, 9 Milliarden Menschen tatsächlich in einer eigenen Welt und
nicht nur so abgeleitet, wie man es schnell verstehen kann. Es gibt eine objektive Realität und alle nehmen die anders wahr, sondern nein, es leben wirklich, es gibt 9 Milliarden Realitäten. Es gibt für jeden Mensch, jedes Ding trägt seine eigene Realität. So, jetzt schau dir mal die philippinischen Heiler an, haben wir schon oft gehabt, das Beispiel, die dir in deinen Körper reingehen, dann Operationen machen und kein Blut, kein nix, gar nichts, wo wir sagen, das gibt's nicht. So, wenn ich jetzt hier bin, heute hier in diesem Stuhl sitze und mich mit dir unterhalte, haben wir beide eine ganz eigene Realität, eine ganz eigene Welt, die sich aber sehr weit überschneidet. Warum überschneidet die sich? Weil wir ähnliche Ideen über die Realität haben. Realität ist Kontext, Konsistenz und Kommunikation. Wenn ich mit dir kommuniziere, schaffen in einem Kontext, schaffen wir uns eine konsistente Vorstellung. Und das nennen wir dann Realität. Warum ist es Realität? Weil es konsistent ist, weil es einen Kontext hat, weil wir kommunizieren. Erschaffen wir gerade Realität? Oder? In dem Moment erschaffen wir Realität. So, wenn wir uns wenn wir über Gott reden, machen wir ihn... Wenn wir über Gott reden... Holen wir ihn ein Stück weit in diese Welt? Nehmen wir ihn ein Stück weit mehr in dieser Welt wahr? Ja, er ist eh da. Weil Gott... ist, weil alles, was wenn ist... Wenn wir über ihn reden, ziehen wir ihn mehr in unser Bewusstsein. Ist es das? Ja. Genau. So können wir es nennen. Weil übersetze jetzt mal lieber Gott mit Liebe. Oder ich würde sogar Gott übersetzen mit unerfassbar. Die Frage ist, gibt es etwas Unerfassbares oder nicht? Ist das der Trick der Schwarzen auch? Sie servieren uns ständig die Nachrichten. Ich weiß nicht, wer das Schwarze... Die Dunklen, ich habe jetzt die dunklen Kräfte, die dunklen Magiere. Also du definierst jetzt, dass in deiner Welt dunkle Kräfte gibt. Ich definiere, in meiner Welt gibt es sowas wie Nachrichten und so etwas, die bieten Themen an, die in die Bewusstseine fließen und dadurch unter Umständen eine gewünschte Realität erzeugen, eine niederfrequente. Wäre das jetzt, ich will dich gar nicht politisch irgendwie, wäre das jetzt magisch betrachtet gültig in deinen Ansichten? Absolut, also ich, mit deinen Worten ausgedrückt, total richtig. Weil die Welt, die Realität ist Kommunikation. Wie kommuniziere ich, mit wem kommuniziere ich, was kommuniziere ich? So, und wenn ich jetzt mit dunklen Kräften kommuniziere, mit niederfrequenten, ich verwende jetzt einfach mal deine Worte, dann schaffe ich eine niederfrequente, dunkle Realität für mich, weil dem gebe ich einen Kontext und erlebe die entsprechend. Es gibt keine Inkonsistenz in diesem Sinne oder alles ist inkonsistent. Dann wäre es besser, sich dem Guten zuzuwenden, ganz klar. Ja, also das entscheidende Unterschied ist, bin ich positiv oder bin ich negativ? Aber wenn ich negativ bin, doch nur, weil die Guten weggucken. Das ist wieder so ein Problem. Ja, aber das ist doch in dir. Die Frage ist doch, bin ich negativ, dann lebe ich in einer negativen Welt und erfahre, dass es die Bösen gibt. Und die. Ne? So ist alles nur eine Reflexion von mir selber. Weil in dem Moment, wo ich mich ändere, ändert sich meine Welt. Warum? Weil meine Welt gestaltet wird durch meine Kommunikation, durch meinen Kontext, durch meine Konsistenz. So immer wieder im Kreis. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden zusammenlebe und wir mögen uns und wir erzählen uns positive Geschichten und wir helfen uns gegeneinander und so, und dann werde ich in einen Mode kommen, wo ich glücklich bin, weil ich habe der Mensch ist ein soziales Wesen, dann existiert in meiner Welt keine Dunkelheit. Dann existiert in meiner Welt keine Probleme. Die kommen erst dahin, wenn ich zum Beispiel gezwungen werde, dadurch, dass ich sage, ich will aber ein Handy haben. Dann fange ich ja an zu kommunizieren mit einer technologischen Welt. Dann fange ich an zu kommunizieren mit anderen Systemen. Aber wenn ich jetzt mich im Wald setze und da eine Kommune aufbaue und die aber nichts anderes machen, also die Frage ist halt, wie ist beides das sinnvoll und sowas, aber dann lebe ich in einer ganz anderen Welt, wo so Sachen vielleicht nur ganz am Horizont immer mal wieder aufscheinen. Schau dir Amish People an.
Ja, so, die sagen, na, wir haben damit nichts zu tun. Das ist einfach nicht unser Ding. Vielleicht sollten wir da auf dein Beispiel nochmal, kommt mir an, nochmal vertiefen. Dass du sagst, Kommunikation, Konsistenz. Konsistenz und Kontext. Und Kontext. Formen die Realität. Dass wir das bei einem Beispiel mal. Erschaffen das, was wir für Realität halten. Dass wir das genau präzisieren, dass man das mal nachvollziehen kann. Lass uns ein Beispiel nehmen und das dann genau mal durchdefinieren. Okay, wir wollen über Wasser gehen können. Ja, ich habe gestern ein Video gesehen von Katzen, die übers Wasser laufen. Haribo. Also sprich, jetzt das Problem ist, dass wir ständig mit Leuten kommunizieren, die sagen, das geht gar nicht. Musst du sofort aufhören. Sondern du schaust dir nur noch Katzenvideos an, wie Katzen über Wasser laufen. Du schaust dir an, weiß nicht, gibt es so einen Magier in London? In London, der ist ziemlich negativ drauf, aber der läuft über Wasser. Der YouTube voll davon, der läuft so auch durch die Luft und sowas. Also der Kontext wären jetzt die Videos, die man gespannt. Nein, es ist die Kommunikation, dass ich aufhöre, mit Leuten zu kommunizieren, die sagen, das geht nicht. Also das ich auswähle, die Nein sagen, mit denen rede ich nicht mehr, die Ja dazu sagen, mit denen rede ich, das wäre die Kommunikation. Genau, ich schaffe mir einen sozialen Rahmen, das ist der Kontext. Das ist die Kommunikation. Das hängt alles miteinander zusammen. Aber wir unterhalten uns nur noch darüber, hast du gesehen, da gibt es wieder einen, der kann das. Und ich glaube, es funktioniert so und so. Du schaffst damit den Glauben, dass jeder davon überzeugt ist, dass es funktioniert. Deine Dreiheit beschreibt einen Schöpfungsprozess. Genau. Und jetzt, wir sitzen jetzt hier und schauen auf den See raus und sehen, wie einer über den See läuft. Und dann sagen wir, der Blödmann kann das? Dann kann ich das schon lange. Aber der wusste nur, wo die Steine liegen. Aber das weiß ich ja nicht. Und dann? Plötzlich glaube ich in meinem Innersten, ich weiß es, dass es geht. Und in dem Moment, wo ich ein konsistentes Weltbild habe, das glaubt, dass es funktioniert, in dem Moment kann ich es. Das haben Leute auf LSD schon probiert. Das geht nicht. Weil es nicht konsistent ist. Wieso? Weil unter Drogen hast du läufst im Traum über Wasser. Klar. Aber nicht in dieser, weißt du, du kannst... Aber nicht in dieser was, Realität? Da waren wir ja am Anfang. Ein Bekannter von mir, der sich mit Prophezeien beschäftigt, der sagt, kennt jemand, der hat wochenlang jedes Mal die Lottozahlen richtig geraten. Also vorher die Lottozahlen aufgeschrieben und hat gesagt, jawohl, die waren die richtigen. Mhm. An dem Tag, wo er es aufgeschrieben hat und gespielt hat, hat es nicht geklappt. Warum? Weil die Konsistenz nicht da ist. In dem Moment, Kommunikation ist nicht nur Reden. Kommunikation ist auch der Blick im Nacken. Kommunikation ist das komplette Erleben. Alles Wahrnehmen ist Kommunikation. Ich kommuniziere mit dem Tisch, mit dem Kaffee da, noch ein Getreidekaffee, der noch einen Schluck hat. Ich kommuniziere verbal, nonverbal, Geruch, alle meine Sinne kommunizieren. Und es reicht für die Konsistenz, für die absolute Überzeugung. Es haben auf LSD auch Leute geglaubt, sie könnten fliegen und sind dann... Ne? Das ist ein guter Film. Ja. Die fallen vom Dach. Genau, weil sie immer noch an die Schwerkraft glauben. Weil das Bild, was sie haben, nicht konsistent ist. Ach so, okay, du meinst, es muss allumfassend sein. Es muss wirklich abgerundet sein. Stell dir Mathematik vor. Du kannst nicht einfach aufhören und sagen, ich glaube nicht mehr an die Multiplikation. Sondern du kannst das nur, weil alles miteinander verwoben ist, weil alles miteinander vernetzt ist, weil sich alles gegenseitig begründet. Je größer dein Anspruch ist, desto konsistenter muss es allumfassend sein. Du kannst nicht sagen, ich kann selber irgendwie ohne Wärme leben, aber dann ziehst du dir trotzdem deine Jacken an und gehst nach draußen. Sondern es muss sich in allem ausdrücken, auch in allem, was die Konsequenz davon ist. Zwei Sachen dazu, dann haben wir uns da mittlerweile in dieser Welt unheilvoll in einen Zustand herein verwirrt, aus dem wir
als Vielzahl von Menschen nie mehr rauskommen. Ja, aber das ist doch nur dein Eindruck auf deiner Basis deiner Kommunikation. Oh ja, stimmt. Ich rede in meinen Vorstellungen. Ja. Aber in meiner Vorstellung ist es so, dass jeder, der positiv ist, absolut schon da draußen ist. Der Unterschied für mich ist nur, bin ich negativ oder positiv? Mhm. Weil ist es jetzt wirklich so relevant, dass du über Wasser läufst? Würdest du sagen, glaubst du denn nicht, dass die Leute, die über Wasser laufen, genauso gut negativ sein können wie positiv? Es spielt absolut keine Rolle, ob du jetzt von Sozialhilfe lebst oder im Palast wohnst. Das hat doch nichts damit zu tun, ob du glücklich bist oder unglücklich bist. Das hat doch nichts damit zu tun, ob du an das Unerfassbare glaubst oder nicht. Das ist irrelevant. Zu denken, die Welt ist irgendwie in einem Problem oder irgendwas, das heißt nichts anderes, als dass du, was du über dich selber denkst. Jede Aussage ist immer nur eine Aussage über dich selber. Nie über die Welt. Okay. Weil, was haben wir jetzt festgestellt? Die Welt ist nur eine Simulation. Darüber, das haben wir noch gar nicht behandelt. Wir reden die ganze Zeit darüber. Nein, wir reden über Magie. Und warum soll jetzt die Welt eine Simulation sein? Darüber haben wir noch nicht geredet. Da haben wir uns jetzt aber aneinander vorbeigeredet, weil ich denke, wir reden da die ganze Zeit. Die ganze Zeit, die Sendung muss man noch extra aufnehmen, wo wir darüber reden. Nein, dass die Welt eine Simulation ist. Das erklärt dich jetzt. Ja, aber wieso soll über was haben wir dann? Simulation sein? Ja, du, wir sind jetzt nicht wir so haben weit, über Wunder gesprochen, haben. Über die Unerklärlichkeit. Das, ja, genau. Das sagt doch nichts anderes als. Die Unerklärlichkeit, dass der Ratio ein Gefängnis ist, dass wir uns. Das sagt doch nichts Kontexte anderes machen. Als das, was wir für Realität halten, ist nicht real in einem absoluten Sinne, sondern immer nur eine Blase, die von uns selber geschaffen wurde. Alles, was wir. Ja, aber ich denke mal, das ist doch jetzt in der Diskussion wirklich klar rausgekommen, dass unsere Welt nur etwas ist, was wir uns selber geschaffen haben. Was würdest du das nennen denn als Simulation, also als eine Blase der Idee? Das haben wir jetzt rausgearbeitet. Wir haben von Magieren geredet, die uns damit konfrontieren, dass die Welt, die wir uns geschaffen haben, offenbar nicht zu Ende definiert ist. Oder unerfassbar ist. Ja, so weit geht. Die Faszination der Magie beruht ja darauf, wie du sagst, dass du auf deinem Weltbild bleibst. Das macht es ja so toll. Ansonsten okay, dann lass uns nochmal von dem anderen Sichtweise herkommen. Das, was wir als unsere Realität, als unsere Welt, unser Sein glauben wahrzunehmen, ist nichts anderes als eine Innenschau. Die ganze Welt ist in mir. Eine Idee, welche in mir ist. Das ist schon wieder eine extra Sendung. Wenn ich jetzt zu dir sage, was macht denn eure Seegottheit unten in diesem kleinen Tempel da? Ah, die Chandrabhaga. Siehst du, jetzt haben wir also mal eingerastet. Dann reden wir über was Externes. Nein, das ist alles in dir. Dieses Gespräch ist in dir und... Das ist mir zu hoch. Ihr habt die doch gebaut, ihr habt die aufgestellt, die geweiht habe ich von euch gehört. Wir haben uns eine Kommunikation, wir haben kommuniziert. Wir schaffen uns im Hinduismus, wir schaffen uns einen Kontext, der uns schafft, diese letzte Wahrheit zu erkennen, dass Gott die einzigste Realität ist. Schlussendlich geht das in jeder Wahrnehmung, aber Paramahansa Vishwanandha voneinander sagt, es ist die einfachste und leichteste Methode, wie ich erkennen kann, was real ist. Indem ich mir einen Kontext schaffe, indem ich eine Kommunikation mache, die weit über den Verstand hinausgeht. Wir machen Puja, okay? Wir machen Seva, wir machen Dinge, die für den Verstand keinen Sinn machen. Ja genau, ich weiß, wo du dann hintrabst, wenn wir jetzt über Puja und sowas reden. Aber vielleicht können wir bei der Seegottheit bleiben. Vielleicht macht's. Wir schaffen uns einen Kontext, der uns erleben lässt, wie sehr alles in uns ist. Also der Kontext ist das Bauen des Tempels und das Aufstellen der Seegottheit. Ich schaffe eine Kommunikation, ich schaffe einen Kontext und eine Konsistenz, die schlussendlich sagt, das Unerfassbare ist die einzigste Realität. Dadurch, dass ich das schaffe,
mache ich eine Handlung? Weil das ist jetzt wieder der Punkt, warum funktioniert es nicht, im LSD-Trip aus dem Fenster zu springen und zu fliegen? Mhm. Weil die Handlung schlussendlich das Konsistente ist, was mit allem verwoben sein muss. So, und jetzt fange ich an und baue einen Chandrabhaga-Tempel, der, wo ich dann hinterher sage, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber mein Verstand sagt, Handlung ist immer wahr. Mhm. Handlung macht immer Sinn. Mhm. Also dreht mein Verstand meine Handlung so, dass sie Sinn macht. Und das Einzige, was der Verstand schlussendlich daraus macht, sagt, das Unerfassbare ist real. Mhm. Mhm. Weil dann macht die Handlung Sinn. Und die Handlung kann nicht keinen Sinn machen. Ein Externer könnte jetzt sagen, dann hast du dich erfolgreich selbst betrogen über die Zeit. Ich habe mich erfolgreich selbst programmiert. Mhm. Ja, ich habe mich, aber jeder programmiert sich selbst durch seine Handlung. Mhm. Jeder betrügt sich selbst durch seine Handlung. Mhm. Der eine geht dadurch in die Verzweiflung, der andere geht dadurch in die Realisierung der Wahrheit. Ich nehme jetzt extra mal diesen Skeptiker ein, dann würde ich einen von einer Million Programmen anbieten, die man, oder von 7 Milliarden Programmen. Aber nicht den Weg, sondern einen Weg. Natürlich. Mhm. Jeder hat einen individuellen Weg, jeder hat seinen eigenen Weg. Aber zum Beispiel, das ist jetzt das Gesetz des Dharmas. Gibt es den leichten Weg? Das ist der Dharma. Im Hinduismus gibt es ja nichts, was verboten ist. Sondern es gibt immer nur die Ursache und die Konsequenz. Und jetzt kann ich einen, jetzt sind wir im Welt, jetzt sind wir im Leid, und dann sagt der Hinduismus, es gibt den Weg des Dharmas, den leichten Weg. Aber du musst ihn nicht nehmen, weil der Einzige, der unter der negativen Handlung leidet, bist du selbst. Also wenn du leidest, okay, wenn du leiden willst, okay, aber wenn du jetzt eine, wenn du willst, dass es dir besser geht, wenn du in der Glückseligkeit sein willst, wenn du erkennen willst, wie die Dinge wirklich sind, auf die einfache Art und Weise, dann gibt es Methoden, wie man es einfach machen kann. Kennst du Sophies Welt? Jo Steingarter, Sophies Welt, diesem Kinderbuch? Ja, habe ich gelesen. Hast du gelesen? Ja, cool. Ja, wir hatten uns auch mal ansatzweise darüber unterhalten, schon lange her. Und ich bin mir nicht sicher, weil ich habe von dem Gartner, der das geschrieben hat, auch noch andere Sachen gelesen. Fällt mir so ein bisschen schwer, das jetzt so exakt zuzuordnen. Aber die Philosophie, okay, was hinten dran ist. Ich mache es mal ganz kurz, weil das ist in unserem Thema total mit drin. Die Sophie bekommt irgendwann Briefe, ich reiße es ganz kurz ab, die ihr viel über sich erzählen oder dann auch über ihre Zukunft. Es wird immer mysteriöser, ein Briefeschreiber, ne? Der alles über sie weiß. Und herauskommt, dass im Grunde der Autor mit Sophie schreibt. Und eine der Lehren, ich ist jetzt wirklich ganz radikal drüber galoppiert, ja, ist einfach, dass der Schöpfer, der Autor und das Geschöpf, die Sophie, miteinander kommunizieren. Und natürlich leiten sich jetzt dann so alle Fragen auch von uns Menschen ab. Inwiefern ist der große Autor, also Gott, derjenige, der uns vordenkt, inwiefern haben wir Einwirkungsrechte, also inwiefern ist Sophie in uns und darf am Schicksal mitwirken, kann es mit seinem, und wenn du mal Geschichten oder sowas geschrieben hast, weiß ich nicht, wirst du merken, dass deine Figuren auch wirklich ein Eigenleben entwickeln. Also du bist auch als Autor nicht mehr ganz frei, denen jetzt was aufzudrücken, sondern ja, so. Weil so der Kontext einfach durchkommt, ne? Die Konsistenz der Figur. Du kannst halt einfach sagen, das ist ein ganz Lieber und dann macht er was ganz Schreckliches zum oder Beispiel, so. Ne? Ja. Weil dann die entwickeln auch eine eigene Persönlichkeit und ein eigenes Wollen, das glaubst du. Und dann musst du als Gott des Buchs musst du auf einmal schreiben, was die wollen, was die leben wollen. Und da sind wir im Grunde bei einem anderen Begriff, bei einem anderen Ding auch. Wir sind nicht nur bei der Simulation unseres Seins, inwiefern leben wir in einem Roman, sondern inwiefern können wir den selbst gestalten auch gerne. Ja, und das ist die Lehre im Hinduismus, dass du nicht nur mit dem Schöpfer kommunizierst, eine liebevolle Beziehung mit dem Schöpfer hast, sondern dass schlussendlich du der Schöpfer bist. Wir sind Gott. Das ist Advaita-Lehre, die ja einer der erfolgreichsten hinduistischen Lehre sind, aber als Vaishnavas sagen wir Vashishta Advaita, also Advaita in einer besonderen Art und Form, was bedeutet, du bist nicht mit dem Gott identisch, sondern du bist identisch in allen Qualitäten Gottes,
aber nicht in Quantität. Also der Tropfen kann ich sagen, ich bin der Ozean. Also die individuelle Seele ist nicht identisch mit Gott, sondern nur in allen Qualitäten Gottes identisch, aber nicht in der Quantität, nicht in der Fülle. So, und damit, und je mehr du in dieses System halt reingehst, dem einen Kontext gibst, darüber nachdenkst, dich damit beschäftigst, Modelle tust, die das unterstützt, kommst du dahin, dass du das realisierst. Das ist ein Selbstbetrug, genauso wie jemand, der sich nur mit Autorennen beschäftigt, mit der Korruption in Autorennen, mit dem Geschiebe, mit den Umweltproblemen von Autorennen, der dann irgendwo in eine Depression kommt, die er sich genauso selber geschaffen hat. Die Frage ist ja nur, also wir sind uns hoffentlich einig, dass jeder sich seine eigene Welt schafft, generiert. Damit muss es ja eine Simulation sein, weil es ist ja nur ein Ausdruck von mir selber. Und dann ist doch nur noch die Frage, ja, welche will ich mir denn dann schaffen? Will ich mir eine schaffen, die mir Antworten gibt, oder welche, die mir Fragen stellt? Will ich mir eine schaffen, die mich glücklich macht, die mir das durchschauen lässt, die mich das transzendieren lässt? Oder will ich mir eine schaffen, die mich in die Depression, in die Verzweiflung bringt? Das ist Pippi Langstrumpf, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Fang damit an. Ja, aber wie blöd muss man denn sein, um sich so zu machen? Ich mache mir die Welt, wie sie mir nicht gefällt. Haribol, wenn es dir gefällt, mach's doch so. Aber wie blöd muss man sein, um sich eine Welt zu schaffen, die einem nicht gefällt? Wenn du morgens aufwachst und schaust in den Spiegel und sagst, das ist nicht die Welt, die ich mir gewünscht habe. Ja, Entschuldigung. Wessen Problem ist es? Wir rattern da immer aneinander. Ich stehe morgen früh auf und sage, ich denke nicht an Gaza, weil das gefällt mir nicht. Ja, damit hast du schon mal an Gaza gedacht. Genau, das wäre mein zweiter Joker. Das war als Joker von mir gedacht. Okay, ich stehe morgen auf, sage ich vom Spiegel, ich denke jetzt an Gaza, Mist, bin ich ja selbst dran schuld. Exakt. Das ist deine Entscheidung. Warum denkst du daran? Weil du dich damit beschäftigt hast. Wir brauchen jetzt diese objektive und subjektive Realität. Aber Gaza gibt's. Wenn du in unserem Gespräch, Kontext und so weiter, Gaza gibt's und dass die platt gemacht worden sind. Was die Bedeutung davon ist. Ich will jetzt mal eine Fantasie erzählen. Ja, völlig, hey, jetzt kommst du so. Völlig unzusammenhängend mit irgendwelchen realen Sachen. Mhm. Stell dir mal eine imaginäre Bevölkerungsgruppe vor, deren Glaube sagt, nur wenn du den richtigen Glauben hast, bist du ein Mensch, ein wertvolles Wesen. Alles andere sind sowas wie niedrige Tiere. Ne? Also nur so eine Fantasie. Ja? Und entsprechend handelst du. Du bist vielleicht in fremden Ländern unterwegs, die alle von Leuten, die nicht so schlau sind wie du, nicht so klug und nicht so überzeugt von ihrem Glauben, und machst total schreckliche Dinge. Und gleichzeitig leidest du so darunter, dass deine Glaubensbrüder völlig ungerechtfertigt und unprovoziert und geschlachtet werden, unmenschlich behandelt werden. Es geht wohl wirklich um eine Parallelwelt in einem Fernsehen. Er hat überhaupt nichts, ist nur eine ausgedachte Geschichte. Mhm. So. Aber du sitzt dann da und sagst, das A hat mit B nichts zu tun. Gibt es die Zusammenhänge, weil die Welt ja objektiv ist? Jetzt wird es spannend, was du sagst. Kann A mit B nichts zu tun haben. Mhm. Und deswegen, was ich tue, was ich denke, wie ich handle, hat nichts damit zu tun, was mir passiert. Okay, wie ich denke. Du sagst mir, die verursachen, was sie tun. Nein, und Entschuldigung. Also ich interpretiere mir jetzt nicht rein. Das ist ja völlig gefährlich, wenn ich jetzt sowas sage. Ja, okay. Aber die einen sagen, nichts hat mit nichts was zu tun. Und der Hinduismus sagt, alles hat mit allem was zu tun. Und ich möchte jetzt dich und mich in diesem Weltbild da einordnen. Also diese Sache von Handlungen, die einander bedingen und Schlimmes erschaffen. Okay, nehme ich ab. Ja, nehme ich jetzt ab. Ist ja mein. Ne? Und wie kriegen wir uns rein? Weil ich stehe ja morgen vorm Spiegel, morgen früh und sage, jetzt Gaza. Ich bin der Beobachter, ich habe da, oder ist die Welt da wieder mystisch? Es hat noch was mit mir zu tun. Nein, ich weiß jetzt, wo du hin willst. Realität ist ein Riesenbild, multidimensional, wunderschön, perfekt, in einem Ausdruck des totalen Ekstase. Jetzt gehst du daher, schneidest dein kleines Eckchen raus
und sagst, das ist viel zu grün. Das ist ja ganz Gaza. Das ist so schrecklich, das ist völlig schlimm. Und warum findest du nicht auch, dass das schlimm ist? Mhm. Wenn du aber alle Verbindungen sehen würdest, alles mit allem Ding und ein bisschen mit Abstand drauf schaust, würdest du sagen, wow, wie geil, wie perfekt. Kann sein, ja. So. Also wenn, es braucht, gehen wir mal zu Drogen, es braucht nur ein Stück weit THC oder so und man könnte tatsächlich sagen, man geht dann zurück und sagt, in dieser zehnten Sekunde habe ich es geschnallt, die Welt ist wirklich total schön, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Auch Gaza, auch alles, was passiert, auch Kriege, das ist alles eine riesige Harmonie über das Karma und die 7 Milliarden Leute, so reden wir, also da sind wir jetzt, oder? Ne? Dinge, Menschen machen schlechte Dinge passieren. Wenn Menschen aufhören, schlechte Dinge zu machen, werden keine schlechten Dinge passieren. Das ist Kausalität. Ja, aber da sind wir doch schon bei der ganzen Geschichte. So, und jetzt denkst du, über Drogen könntest du das wahrnehmen? Dem will ich abstreiten, weil da bist du wieder bei dem, weil du nicht in der Konsistenz, nicht in der Wahrheit, du kannst gewisse Shortcuts machen, aber du kommst nicht zu der Fülle der Dimension, weil du dich wieder nur auf eine oder auf eine Sichtweise, auf einen Aspekt beschränkst. Schlussendlich musst du aber alle Sichtweisen mit einnehmen. Das bedeutet, dein gesamtes Wesen, all deine Dinge müssen transformiert werden. Das schaffst du nicht, indem du nur einen Aspekt nimmst, sondern es ist eher das Gegenteil. Ich habe jetzt eben nicht gesagt, man erschafft eine andere Welt mit THC oder man macht sie besser. Ich habe nur gesagt, in dem Moment begreifst du etwas. Ja. In dem Moment begreifst du etwas. Aber du begreifst etwas, wo du deinen Körper, deine ganze Konsistenz deines Wesens möglicherweise noch nicht bereit ist. Ja, ja. Und das führt hinterher zu Dingen, dass du ungeerdet wirst. Das heißt, du kannst nicht mehr die Dinge in dem Zusammenhang sehen, wie die sinnvoll sind. Das heißt, du wirst aufhören, vernünftig zu funktionieren in der Welt, in der die du dir selbst geschaffen hast, und bist entweder am Rumfliegen, Rumspinnen oder endest schlussendlich irgendwo in der Klapse. Also sprich, das ist nicht der sinnvolle Weg, dahin zu gehen. Das mag der einfachere Weg sein, um einen Aspekt zu erfassen. Aber es ist nicht der sinnvolle Weg, um Gott, das Unerfassbare, zu erleben. Für die Hörer aus dem hohen Norden oder dem tiefen Süden, Klapse ist hessisch und meint Irrenhaus. Ja. Und Zusehen. Ja, ich meine. Ja. Also sprich, wir sind ein bisschen abgekommen. Aber wie? Auch gar nicht. Aber wie, wenn du das mit ein bisschen mehr Abstand ansiehst und sagst, stell dir mal vor, da ist ein Hund, der kackt immer da in der Ecke. Und du fängst jetzt an und sagst, oh wie geil, ich guck mal, was er heute Mittag gegessen hat, ob ich was in der Kacke noch rausfinden kann. Ja? Und glaubst damit glücklich werden zu können. Auch das ist ein perfekter Moment, auch das ist irgendwie ein Ding. Aber ist das nicht vielleicht sinnvoller, eine Puja zu Chandrabhaga zu machen und sich zu freuen und eine innere Ekstase zu erleben. Kannst du auch dann jetzt Hundekacke analysieren? Ich bin bei dir. Ja. Aber wir sind bei uns auch einig, dass wir leben in einer Gesellschaft, aber wo wir alle Hundehalter täglich mit Plastikbeuteln. Aber wir sind uns einig, dass Kontext eine gewisse Rolle spielt. Und der Kontext, den dir ich hätte fast das S-Wort genommen, aber ich sage jetzt mal Kacke, gibt, ist ein anderer Kontext, als dir das Prasad gibt. Also die göttliche Speise. Obwohl es ja identisch ist. Mhm. Weil die göttliche Speise nimmst du, ne, da kommt der sagt so, oh, wie ist das eklig, und dann spricht die Kacke mit dir und sagt, ich wahre die göttliche Speise, bevor du mich berührt hast. Aber welcher Kontext ist... Ja. Aber welcher Kontext ist erhabener? Der göttlichen Speise oder der, was nachdem ich es berührt habe, dann davon übrig bleibt? Wär ich jetzt du und würde deine Position einnehmen, dann würde ich mich jetzt zurücklehnen. Erhabener, was ist das jetzt für ein Konzept? Ja. Jetzt habe ich schon mal aber gespiegelt. Aber Kontext, ne? Kontext sind wir noch bei uns, sind wir noch zusammen. Sind wir uns jetzt einig, dass wir die Simulation ausreichend erklärt haben? Na, weiß ich nicht. Ich möchte dieses
Bild, weil darauf kommt es mir an, weil da trennt sich auch mal die Spreu vom Weizen. Wir haben jetzt Gaza da gehabt, ja, und du merkst, wie die Energien dann auch runtergehen. Ich habe damit nichts zu tun. Nicht, okay, bei dir nicht, du. Ich bin... Also, für die Leute an der Kamera, wenn du da jetzt so rausschwebst, gleich so, ja. Nee, okay. Nein, ich möchte das nochmal rausstellen, ob das richtig ist. Du sagst, alles, was ich jetzt zumindest als grausam empfinde, wahrnehme oder sehe in dieser Welt. Und da gibt es viele Dinge. Auf dem Hinweg hierher bin ich zum Beispiel neben einem Schweinetransport hergefahren. Ja. Könnte ich das große Bild aller Ursachen und Wirkungen durch Raum und Zeit betrachten und würde es sich mir erschließen, einfach nur ein Ausdruck von Liebe und an Brillanz nicht mehr zu übertreffen. Kommt es hin mit dem, was du sagst? Ich sage ja. Die Grausamkeit, die du in der Welt siehst, ist deine eigene Grausamkeit. Das ist brutal. Das ist brutal. Das ist brutal. Und wie kannst du diese Grausamkeit ändern? Indem ich mit dir Puja mache. Indem du mit mir Puja machst. Mhm. Wollen wir los? Wir könnten auf jeden Fall schon mal aufhören, oder? Aber du verstehst, was ich gemeint habe. Natürlich. Durch meine Handlung bestimme ich meine Welt. Und wenn mir etwas in meiner Welt nicht gefällt, muss ich aufhören, die Ursachen dafür zu setzen. Der Trick ist, meine Handlung muss unabhängig von dem sein, was mir begegnet. Normalerweise sind wir sind nur am Reagieren. Einer drückt Knopf A, ich mach B. Mhm. Ne? Völlig berechenbar. Mhm. Aber dann bin ich nur am Reagieren. Ja, das ist richtig. Wenn ich in die Aktion kommen will, wenn ich agieren will, wenn ich meine Welt gestalten will, weil die Welt kann ich gestalten, weil es ist ja nur eine Simulation, dann muss ich unabhängig von dem, weil was mir begegnet, ist die Ursache davon, ist mein Karma. Habe ich gesetzt. Unbequeme Frage, ja. Aber das, was ich jetzt tue, setzt mein neues Karma. Und wenn ich aufhöre, auf die Reize zu reagieren, sondern so handle, wie ich mein zukünftiges Karma will. Ich will mehr Geld haben, also gebe ich dir mehr Geld. Ich will mehr Liebe haben, also gebe ich mehr Liebe. Dann alles, was gets around, comes around. Alles, was ich hinsetze, kommt gibt zurück. Gibt und dir wird gegeben. Ne? Mhm. Ja, so einfach ist es. Würdest du sagen, ihr seid insofern irgendwie in eurem Orden sogar Revoluzzer? Hinduismus ist absolut revolutionär. Hinduismus ist, weil die Menschen sagen immer, ich will was ändern, indem ich jemand anderen zwinge dazu, anders zu sein. Hat es schon jemals funktioniert? Sonst säßen wir hier nicht. Also, ja. Es funktioniert nicht. Aber wenn ich mich selber ändere, ändert sich die komplette Welt. Und das ist so revolutionär. Aber den Hinduismus gibt es ja jetzt auch schon ein paar tausend Jahre. Ja, und... Und wir leben in dieser Welt. Aber Hinduismus, Vasudeva Kutumbakam, die ganze Welt ist eine Familie. Vor 10.000 Jahren war die vedische Kultur, die Kultur auf dem kompletten Planeten, im Frieden. Erst durch so eine Sprachverwirrung, über so eine Idee. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Der Wunsch nach Transformation. War das die Vertreibung aus dem Paradies quasi? Es ist mit Sicherheit eine Analogie, die man so nennen kann. Aber schlussendlich sind wir derjenige, der uns selber den Ärger macht. Warum? Warum treten wir uns selber in den Arsch? Weil wir vorankommen wollen. Weil wir schaffen es nur, unsere eingefahrenen Konzepte auf ein höheres Niveau zu bringen, indem wir anfangen, das zu sprengen. Also sprich, sind wir derjenige, der nach der Veränderung, nach der Erfassung des Unerfassbaren rufen und uns dann darüber beklagen, dass wir in dieses Chaos stürzen. Aber das Chaos muss erstmal sein, damit neu geordnet werden kann. Ich habe den Eindruck, wir könnten Stunden weiterreden. Wie wir angefangen haben, habe ich gedacht, oh, langweiliges Thema, was kriegen wir da schon zusammen? Aber ich fand es jetzt auch wirklich gut, also intensiv und tief. Ich möchte das Thema Simulation trotzdem nochmal offen lassen, auch für einen zweiten Teil, dass es da noch Aspekte gibt.
Okay, dann musst du aber nochmal konkreter fragen. Weißt du, wir haben die Spielfilmreihe Matrix, wir haben die KI, mit der jetzt die Mächte hier auf der Erde versuchen, eine neue Schöpfung, also auch eine virtuelle Realität zu erschaffen. Da gibt es viele Perspektiven, die man einfach sich angucken kann. Und was geht nicht? Was geht was nicht? Wie? Ja, also überhaupt, gibt es irgendwas, was nicht machbar ist? Ich weiß das nicht. Na, es gibt nichts, was nicht machbar ist. Kann sein. Ja. Alles ist möglich. Gibt nichts Unmögliches. Ja, aber ich bin da so die Buchhalterseele. Das ansonsten, ist zu große Schritte. Ansonsten wäre es ja keine Simulation. Gib mir einen festen Punkt im Universum und ich hebe den Angeln. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja. Aber es gibt diesen festen Punkt nicht. Weil alles immer nur relativ ist. Lass uns abschließend zu etwas Handfestem und Praktischem kommen. Okay. Du hast gesagt, wir sind Schöpfer unserer Welt. Du brauchst die anderen nicht zu ändern. Fang bei dir selbst an. Du wirst sehen, deine Welt ändert sich dann von selbst. Wie können die Leute anfangen? Was würdest du empfehlen, um zu sagen, ich baue jetzt zuerst mal eine Beziehung zu Gott auf? Oder ich fange an, mich zu verändern. Wie fängt man am leichtesten, am besten an? Eine Beziehung ist, man hat ja eine Beziehung zu Gott. Die Frage ist ja mehr, wie mache ich mir diese Beziehung zu Gott, zu dem Unerfassbaren, bewusster? Wie kann ich die mit Leben erfüllen? Mhm. Und wie kann ich anfangen zu vertrauen? Weil die Beziehung ist immer eine Funktion des Vertrauens. Mhm. Und das ist in kleinen Schritten. Ich kann mit einem Gebet anfangen. Das ist eine Art von der Selbstprogrammierung. Ich kann mit einer Handlung anfangen. Die selbstlose Handlung ist das ultimative Werkzeug, um sich diese Beziehung zum Unerfassbaren, zum Göttlichen wahrzumachen. Eine gute Tat am Tag. Das ist ein perfektes Beispiel. Ich kann mit ganz kleinen Sachen anfangen. Weil in dem Moment... Aber regelmäßig dann. Ne? Ach was? Man muss jeden abholen, da wo er ist. Und du kannst nicht jemanden, der völlig... beim Mittagessen hatten wir heute das Gespräch gehabt, weil es gibt Leute, die sagen, ich glaube an Gott. Mhm. Und schlussendlich sind das die Ungläubigsten. Und es gibt Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott, und das sind die Gläubigsten. Mhm. Ich hatte das Beispiel von Douglas Adams, der für mich die Offenbarung war, was er da einmal Rupert und zurück und so, was er da geschrieben hat, das war so für mich die Erkenntnis Gottes. Und dann habe ich von ihm gelesen, er war im Atheistenverein. Hat sich selbst als Atheist bezeichnet. Also es spielt alles keine Rolle. Schlussendlich ist immer die Frage, lebe ich in einer offenen Welt, sprich glaube ich an das Unerfassbare, oder lebe ich in einer geschlossenen Welt und glaube an die Begrenzung? Gebet. Ein Chanting, Om Namo Narayana oder Om Bhuvah Vasva. Mantra. Mantra ist ein super Ding. Projekt Mantra wird bei Bhakti Marga angeboten. Kostet nichts, 40 Tage Mantra, und ich erlebe schon etwas, wie mir so ein Mantra hilft. Und der Punkt ist, das ist so geil, weil wenn du erstmal hinkommst und hast du einen Erfolg, also so ein kleines Ding, und dann, das ist so wie wenn du sagst, oh, ich habe jetzt Geld da auf der Straße gefunden. Mhm. Und dann guckst du da immer wieder hin, und wenn jedes Mal da wieder Geld liegt, dann fängst du an, da immer öfters vorbeizugehen. Ja, das stimmt allerdings, man braucht auch Disziplin. Wenn du es jetzt aufweichst, neben dem Chanten oder dem Projekt Mantra, wie kann ein gutes Gebet noch aussehen? Das richtige Gebet ist so wie ein Fisch auf Land nach Wasser lechzt. Und ja, dann sind auch immer wenn die Leute, die Erfolg haben. Mit Emotionen. Du musst es wirklich meinen. Also kann ein Zuseher, auch jetzt wirklich, wenn der er hat Wünsche, Sehnsüchte, Drangsal in sich, kann er sich in der direkten Rede auch an Gott wenden. Natürlich. Er braucht nicht einfach ein Gebet oder einen Rosenkranz oder sonst was. Der kann mit ihm sprechen. Gott hört, egal was, er hört immer zu. Der Punkt ist, wenn du wie ein Bittsteller kommst, nur du sagst, ich will das neue Auto, dann, das hast du ja schon, das Wollen, das neue Auto, dann wird dein Wunsch immer größer. Also so ein bisschen, schon ein bisschen schlau. Du musst dich so fragen, die Emotion muss so sein,
Stell dir vor, du hättest das neue Auto. Wie würdest du dich verhalten, wenn du das neue Auto hättest? Wie würdest du fühlen, wenn du das neue Auto hattest? Das erinnert so ein bisschen an positiv denken und Bestellung beim Universum. Aber genau so ist es, dass die Dinge funktionieren. Das heißt, in dem Moment... Ja gut, aber ein Mensch, der gerade in der Depression ist, kann sich nicht hereinversetzen in den Glückszustand, wenn er alles hätte, was er meint zu brauchen. Das ist ja der... Weißt du, die Heilung von Depression... Sauerei bei auch The Secret und sowas. Das Traurige ist, die Heilung von Depression ist Schmerz. Das Leid ist das, was dann schlussendlich die Depression überwindet, wenn man nicht von selber darauf kommt. Oder man macht sich selbst ein Ende. Also da endet auch manche Depression. Ja. Nein, die Depression verändert gar nichts. Weil wenn ich, Selbstmord. Ja, aber das Problem ist, wenn ich deprimiert bin, wenn ich Depression habe und mache Selbstmord, die Aussage ist, mein letzter Funke Vertrauen an Gott existiert nicht mehr. Und mein Leben ist nun mal eine Qualität von dem Vertrauen in Gott. So, jetzt werde ich wiedergeboren und habe noch weniger Vertrauen in Gott. Jedes Mal werde ich ein noch deprimierenderes Leben haben. Und es sind immer die anderen sind dran schuld. Lass uns was sagen, wie baue Verantwortung ich dieses Vertrauen übernehmen. Auf? Wie drehe ich das rum und baue es auf? Ja, wo ich gerade stehe. Weißt du, wenn ich so weit unten bin, es gibt nichts, was dir näher ist als Gott. Und wenn ich in dieser Depression bin und nach Gott rufe, wird er kommen. Ja? Also es gibt gar keine andere Möglichkeit, weil in dem Moment bin ich so echt. Und wenn es echt ist, ist es auch sofort präsent. No? Und daraus kann dann so der kleine Funken Vertrauen kommen. Und auch wenn ich den kleinen Funken Vertrauen nähere, dann wird dieses Vertrauen auch immer größer werden. Also wir haben dann das Stoßgebet, das gerade anliegt, wir haben das Mantra, wir haben das Projektmantra, das Chanten haben wir. Jo, ist doch schon mal busy was, oder? Alles ist möglich. Ja. Okay, ich habe den Eindruck, weiß ich, wie es dir geht, wir sind nicht fertig. Ja, aber also das heißt jetzt nichts über die Qualität, das heißt nur, es gibt so viel zu reden weiter, ohne es zu zerreden. Das ist die Energie, die ich in mir habe. Dann hören wir jetzt, weil es sonst auch im Blog zu viel wird. Ich denke schon, ja. Jetzt ja. Mal auf mit dem Mantra. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Bremse Bolo Satguru Deva Shri Swami Swanan Vaprabhu Ki Jai. Okay. Ist nicht zwei, dreimal Jay? Nö, ist eigentlich nur einmal. Jay, ich danke dir sehr, auch für deine Geduld. Und ich höre schon wieder die Kritik, die dann kommt, sagt, dieser blöde Orange, ne, der macht sich das alles so einfach, weil ich habe einen Bekannten, der das immer so sagt. Und ich sage dann immer, du machst es dir so kompliziert. Mach's dir doch einfach. Also es gibt über die Zeit, jetzt, wir reden ja schon sehr lange miteinander, sehr, sehr viele Leute, auch ich kriege es auch über die E-Mails, ich erzähle das halt jetzt nicht so oft oder so, die sagen, boah, das sind sehr, sehr schöne Gespräche und sowas. Da gibt es viel Rückhalt bei mir, doch. Okay, ja. Cool. Es gibt nicht nur die so aus dem Gelenk immer so schnell mal einen Kommentar schreiben, so, nein. Gibt es viele, die es zu schätzen wissen auch. Also dann, wie auch deine Satzans. Also ich möchte auch mal auf deinen Kanal verweisen. Du machst, ich finde, wunderbare Satzans. Swami Madhava Satzang Kanal Telegram. Einfach mal sich mal anschauen. Tolle Satzans drin, ja. Ich super, Werbeblock. Aber dann zum Ende. Ciao zu den Leuten. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Ja. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ja, das war ja lang, ja, oder? Ich weiß es nicht. Wir hätten jetzt quasi schon gecuttet. Ja. Na, ich glaube, es waren doch nur anderthalb Stunden. Was? Mir kam das so lang vor. Mir kam es ja ewig lang vor.